Willkommen zurück beim Hearts of Iron 4 LP mit Mack und heute geht's weiter und Hola. wir sind immer noch im Bürgerkrieg. Thomas, bitte kurz eine Zusammenfassung von dir zur letzten Folge. Nichts ist passiert. Okay, gut. Und das war's mit dem Video und bis dann, Spaß. Oh, die kommunistische Bedrohung. Was passiert denn hier? Anti-Kommentern, oder? Was für Kommunist? Ah, Kommunist. Okay. Du bekommst die Events da grad. Das heißt, Das heißt, du bekommst mehr Faschismus. das ist doch richtig gut. Mhm. Da kann ich ja schon schneller Länder angreifen, wie zum Beispiel Uruguay, ja? Oder Tschüss. Paraguay, gefährliches kommunistisches Land. Ja. Aber nee, warte, ich kann ja nicht angreifen. Warum nicht? Weil ja die USA ja die Nee, Europäer solange du nicht angreifen. in einer Fraktion bist, kannst du die angreifen noch. Das Also ist ich okay. Was mache ich? Kommando, Panzer, kann ja, Luftüberlegenheit. ne? Das bringt mir alles nichts. Soll ich Atomforscher machen wegen dem Meme? Ich mache Atomforscher wegen Meme. Wegen dem Meme. Meme. Ich habe jetzt einfach nochmal die kommunistische Bedrohung bekommen. Soll ich hier vielleicht Und das Angst haben? weiß, dass das Beste ist. Digga, Oh, was? Italien, Italien. Hä? Aber okay. Oh. Italien scheißt rein in Äthiopien. Und Markus, Italien ist jetzt auch im Krieg mit Frankreich. Okay, super. Das war's mit Italien. Italien ist ein guter Verbündeter. Die opfern sich. Sehr gut. Thomas, ich habe jetzt über 50% Faschismus. Was soll ich jetzt machen? Du Entscheidungen, du weißt doch. Da. Ah, stimmt. Warte, soll ich für den hier Bürgerkrieg rüsten oder Nein, den politischen Diskurs öffnen? politischen Diskurs. Okay, hab ich. Okay, die zivile Unterstützung ausbauen, dafür bekomme ich was? Mir Mehr selbst, das machst du nicht. Das ist was soll dumm. ich Das machst als du nur, wenn du Bürgerkrieg haben willst. soll ich warte, was soll ich denn eigentlich sonst machen? Die Eine Regierung Land. Ja. diskreditieren und Volksabstimmung. Du meinst Volksbefragung. Oh, okay. Ja. Faschisten verlangen Volksbegehren. Fertig. Ich bin offiziell faschistisch, Thomas. Und dein Typ hat einen komischen Schnauzbart. Yeah. Plinio Salgado. Okay, Thomas. Ey, also, Italien will mit seinen Schiffen in unseren Häfen Vorräte aufnehmen. Ja, Ja, okay. klar. Ja, klar, wenn sie wollen. Integralistisches Brasilien. Ja, Okay. also Spanien wird stalinistisch. Okay, es wird Zeit, erstmal Paraguay anzugreifen. Soll ich Du Paraguay bist. garantieren? Nein, aber Thomas, du bist dir sicher, dass die Ja, wenn du USA. dein Kriegsziel rechtfertigen und Krieg erklären, dann drückst, dann siehst du ja da unten auch mögliche Gegner. Siehst du ja auch. Und China will. Ah, dann mal das machen. Okay. Und die Sowjets bleiben anscheinend Ja, kommunistisch, aber die oder? Marble werden nicht stalinistisch bleiben. Also entweder Stalin wird umgebracht oder es gibt einen Bürgerkrieg. Ich glaube, dass einfach Stalin umgebracht wird, das ist viel simpler. Nein, ist nicht. Lang lebe Stalin. Oh! Ja. Italien ist in einem Bürgerkrieg, Thomas. Ja, das ist normal. Warum?
Und, aber die sind ja trotzdem noch faschistisch. Ja, das eine Spanien, das eine Italien bleibt faschistisch, das andere ist jetzt eine Marionette von Frankreich. Wow. Weil siehst du, guck mal, wenn wir es die KI auf hier random stellen, dann passiert einfach so welche Sachen. Ist doch voll interessant, oder? Sehr interessant. Das Land Italien ist einfach weg. Es gibt nur noch Zwei Regen und Wind. Italiens. Repubblica Sociale Italiana und Regno del Sud. Oh, du hast deinen Bürgerkrieg auf Volksrepublikaner Deutschland. Ey, aber du hast ja trotzdem noch viel Kommunismus, ich meine Faschismus bei dir. Ja, das wegen dem anderen. Ich verliere jetzt 0,1 Demokratie und gewinne 0,2 Kommunismus. So. Jetzt, nee, das kann ich halt mindestens. Oh, dich. Digga, was, wieso kann ich das mindestens 500 Infanterie aus. Ah, ja, weil ich das gewechselt habe. Geändert Genau. habe. Ach, egal. Scheiß drauf. Mann. Oh, Portugal befeuert auf. Oh, was mit Portugal los? Die werden auch monarchistisch, oder? Eine Ja, Königstochter das heißt, du steht. mit Portugal wird in deinem Land ein zu einem Bürgerkrieg für einen Bürgerkrieg sorgen. Du musst dich da vorbereiten. Warum? Ja, das passiert halt, weil die was Oh, ist oh, oh, passiert, oh. oder? Königreich Libyen wurde befreit. Was für. Hey, Egal. Italien hat eine andere. Französisch Italien, ja, die, aber Italien hat einen kleinen Fokusbaum, mit dem können die unabhängig werden. Französisches Italien, guck dir einfach mal Guck dir mal das an. Jugoslawien an. Und die werden immer noch kommunistisch, vergiss das nicht. Guck dir mal Königreich Libyen an. Das ist so traurig, weil die KI ist halt verbuggt und jetzt die KI, wenn die irgendwas. Guck dir mal somalisches Sultanat an. Guck dir mal Eritrea an. Ja. Ey, Portugal ist ein Scheißland, wirklich. Also die, das ist halt Warum random wollen die KI, ne? stressen? Also die machen halt königliche Hochzeit, duales Rückkehr, Monarchismus in Portugal fördern, bla 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 bla. Monarchistischer Aufstand in Brasilien, das Reich Brasilien und das Königreich ist wieder vereint. Warum wollen die denn Stress mit mir haben? Brasilien war mal eine portugiesische Kolonie. Oh. Im hier im Ersten Weltkrieg oder was? Oder noch früher? Thomas? Nein, vor dem Ersten Weltkrieg wurde schon Brasilien unabhängig. Oh, karlistisches Spanien. Mag. Spaniens bannt mich einfach voll. Ja. Ja, Spanien, das normale Spanien wird ganz klar stalinistisch. Monarchistisches Spanien hat keine Chance, nationalistisches auch nicht. Anarchisten? Ah, Du eher bist nicht so. auch stalinistisch, oder wirst du kommunistisch? Ich Also bin ist nicht kommunistisch, was steht bei mir? Marxistische kein Politik, einfach, Bündnis. nee, ich bin einfach normal Timbuk. marxistisch. Du bist einfach Timbuk. Ja, Timbuk. Wer ist denn Timbuk? Keine Ahnung. Ist Timbuk dein Anführer? Ja. Aber warum bist du eigentlich nicht der Anführer, Thomas? Eigentlich bist du der Anführer, nicht Timbuk, hä? Genau. Hey, ich meine, ich könnte theoretisch eine Mod machen, wo ich dein Gesicht nehme und mein Gesicht nehme und die irgendwie auf irgendwelche Länder klatsche. Ja. Ich mach dich zum Anführer von Italien und ich bin der Anführer von Deutschland. Danach ja Oh, Polen. Polen. Oh. Ja, Polen, die Bauernrevolution. Oh, die werden demokratisch.
Warte, warum? Ich produziere doch keine Flugzeuge. WTF. Ja, ich produziere auch keine Flugzeuge. Bei mir steht auch fehlende Ausrüstung, luftnahe Unterstützungszelle. Das Ja, sollte bei ich mir auch. actually. Und ich. Warte kurz, ich kann es gar nicht produzieren. Aber ja, ich muss das erst designen. Oh, passiert, Thomas, oh, passiert, passiert. Ah, scheiß mal da drauf. Oh, ich habe einfach zu wenig Ausrüstung. Das heißt, ich Ich. sollte mal aufhören, meine Truppen auszubilden, oder? Ja, sollst du auch. Allgemein sollst du die erst so lange ausbilden, bis die halt Stufe 2 haben. Also, nee, Stufe 3. Also. Ich habe alle auf Stufe 3. Ja, gut, dann musst du auch nicht weiter, weil dann ab dann bringt Ausbilden gar nichts mehr. Außer Nee, du brauchst ich meine jetzt. Armee-Erfahrung. Ich meine es alles, neue Truppen zu bekommen. Das meine ich. Türkei wird kommunistisch. Ach, shit, ey. Warum Bulgarien wird. auch. Jugoslawien auch. Warum wird denn jeder kommunistisch? Rumänien auch. Thomas, Hilfe! Digga, Warum geil. werden alle kommunistisch? Geil. So, dann das war's mit dem vierten Part. Haben wir Das noch ist so ein schönes traurig. Ende. Gut, dann bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Bis, ja.